Hallöchen und willkommen zurück bei Minecraft mit Nizi auf meinem Ponyhof. Wir werden uns mal das Bäumchen anschauen, was wir letzte Mal hier infiziert haben. Das sieht hier, normalerweise ist es ziemlich weiß, aber das sieht hier so silbergrau aus. Und das werden wir auch mal abernten. Dazu nehme ich hier den Croc. Und ihr seht schon, da kommen überall Fäden raus. Beziehungsweise fast überall. Doch, mit dem Croc, glaube ich, kriegt man immer Fäden. Wenn man es mit der Hand abbaut, glaube ich nicht bei jedem Blatt. Blatt. Ihr wisst, was ich meine. Ja, und die kann ich eigentlich ganz gut gebrauchen, weil ich ja dann ständig diese Rähmchen wieder herstellen muss. Also von daher gar nicht mal so verkehrt, so einen Baum vor der Tür zu haben. Allerdings, wie gesagt, ich habe ja auch Baumwollpflanzen, da bekommen wir auch Fäden draus, obwohl ich gar nicht so sicher bin, ob man die auch dafür benutzen kann. Ob das die gleichen Fäden sind, können wir gleich mal nachschauen. Achso, und ich habe mir hier noch zwei Bienenstöcke hingestellt. Allerdings habe ich nicht genügend Prinzessinnen bzw. Königinnen. Hier ist auch schon einiges gewachsen. Ihr seht, ich habe ein bisschen was getan in der Zwischenzeit. So, da können wir gleich noch mal ein paar Weintrauben hinpflanzen. Das ist auch erwachsen. Also noch mal Kiwi. Dann haben wir das alles komplett gefüllt. Dann sieht das auch ganz gut aus. Die Cranberries wollen nicht so recht, sehe ich gerade. Aber die Himbeeren. Was? Brombeeren? Himbeer. Richtig. So. Was wollte ich jetzt machen? Ich bin jetzt schon völlig verpeilt. Genau, ich wollte die Baumwollpflanzen angucken. Ich glaube, man braucht immer 3. Oh, Megahänger. Ah ja, da kommen ganz normale Fäden raus. Dann ist gut. Dann haben wir also die Baumwolle auch noch. Achso, ich habe meine Paprika hier eingepflanzt. Hier, 2 Paprika. Können wir die auch schon mal wieder vermehren. Und schwupp, schon ist das Inventar wieder voll. Ganz klasse gemacht. So. Nee, das stimmt nicht. Und hier habe ich den Kaffee hingesetzt, aber ich glaube, das habe ich auch während der letzten Folge gemacht. Ja, wie gesagt, die Bienen, da müsste ich mir noch ein paar Prinzessinnen besorgen, aber ich habe meinen Kescher nicht gefunden und war irgendwie zu faul, mir einen neuen zu bauen. Aber hier bei den Tieren hat sich einiges getan. Erstmal habe ich hier die Bäume weggenommen, weil irgendwie sind mir hier Tiere verreckt. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an dem Wasserloch gelegen hat oder an den Bäumen. Oder ich habe keine Ahnung, ob die einfach nur so gestorben sind. Also eine Kuh hier aus Animania fehlt, beziehungsweise ein Stier. Da waren nämlich 3 Stiere und eine Kuh. Und wie ihr höchstwahrscheinlich sehen könnt, ich habe mir noch neue Tiere dazugeholt, unter anderem 2 Schweinchen. Dann habe ich hier Hühner endlich aus Animania. Die legen auch schon fleißig Eier in die Nester. Das sind 2 verschiedene Sorten. Da habe ich auch, also von den Weißen habe ich nur Hennen, da habe ich leider keinen Hahn gefunden. Aber von den Braunen hier, da gibt es einen Hahn, da ist er. Guten Tag, Herr Hahn. Und irgendwie muss ich hier wieder ständig Wasser nachfüllen. Ich muss unbedingt hier einen Brunnen hinstellen. Wie gesagt, das Wasserloch habe ich zugemacht und die Bäume habe ich jetzt weggenommen. Und ja, die anderen Tiere, die habe ich leider verloren. Ah, ein Küken. Yay. Cool. Das ist, glaube ich, von den Braunen. Wie das läuft. Ja, rote Länder. Süß. Ja, also das klappt auf jeden Fall schon mal, dass sich die Hühner hier vermehren. Und ich würde ganz gerne die Schweine auf jeden Fall vermehren, bevor da auch noch irgendwie was passiert. Ich war da ganz hinten überall. Und die Schweine, die sind mir eigentlich ziemlich früh über den Weg gelaufen. Und zwar war ich eigentlich auf der Suche nach Hühnern. Und dann habe ich die Schweine entdeckt und habe gedacht, ach,
cool, dann nimmst du die erstmal mit. Und da war ich auch mit dem Pferd unterwegs. Habe ich auch nicht gefilmt, weil ich denke, das ist auf Dauer dann auch langweilig. Ich bin echt am Überlegen, ob ich mir so einen Brunnen da irgendwie hinstelle. Denn ich brauche da auf jeden Fall Wasser. Steht das unter Brunnen? Nein. Es gibt verschiedene. Da haben wir, glaube ich, welche hier. Ach, Well heißt das. Ja, es ist ziemlich viel auf Deutsch, aber das Pam's Harvest Craft, das ist alles noch irgendwie komplett auf Englisch. Andesitstein oder so. Und Eisen. Eisen müsste ich hier eigentlich drin haben. Genau. Ach, guckt mal, ein Kescher. Gut, gut zu wissen. Hat er sich ja doch wieder angefunden. Ich war eigentlich der Meinung, dass ich da schon vorhin reingeschaut habe, aber dann war das wohl doch nicht so. Ach, und ich habe hier so eine Kramkiste gemacht, die habe ich hier hingestellt, die kommt aber wieder weg. Ich habe auch diese Gardens draußen abgebaut, die brauche ich dann nicht unbedingt. Dann werde ich hier mal die Fäden reinlegen. Und alles, was hier noch reinpasst, die Baumwolle, die kann eigentlich auch hier in die Truhe. Die brauche ich ja nicht in den Kühlschrank, obwohl, wenn es im Sommer so heiß ist, ist es vielleicht ganz angenehm, wenn man seine Klamotten in den Kühlschrank legt. Ja, und ich werde auf jeden Fall jetzt hier den Brunnen aufstellen. Sonst habe ich immer eine riesige Rennerei. Ich weiß auch nicht, soll ich den reinstellen? Sorry. Bisschen husten muss ich immer noch. Tut mir leid, müsst ihr euch das mal anhören. Deswegen rede ich eigentlich auch ungerne so viel. Aber es wird Zeit, dass ich mal wieder was aufnehme. Ich habe richtig Lust dazu. Und irgendwann habe ich es vielleicht verlernt. Man weiß es nicht. Ich kann noch mal einen vollen Wassereimer mitnehmen. Kann ja nicht schaden. Die Dinger sind eigentlich echt praktisch, diese Brunnen. Dann hat man eine unendliche Wasserquelle, die sehr klein ist. Ja, so Ableger an den Bäumen haben wir noch keine weiter. Oder was heißt Ableger? Naja. Hier hinten war, glaube ich, ein Bienenstock. Dann können wir uns den nochmal abbauen. Ja, den Kescher schon längst rausgelegt. Sagt mir das doch, Mensch. Krieg da Aua. Jetzt muss ich mal was gucken. Wir hatten nämlich vorhin eine Diskussion. Also gut, ich habe eine Eisenrüstung. Ich hatte gedacht, ich habe eine Diamantrüstung. Und wir waren eigentlich der Meinung, dass die erstmal, dass die Bienen ziemlich viel Schaden austeilen. Und hatten dann überlegt, ob die Rüstung überhaupt was hilft. Denn ich habe das Gefühl, dass man trotz Rüstung den gleichen Schaden bekommt. Ach, ich habe ja keine Rähmchen. Machen wir erstmal so. Und dann, warum habe ich denn hier eine Honigwabe? Ach so, die habe ich gerade eingesammelt. Stimmt, da kommen ja auch Honigwaben raus. Ich muss jetzt schlafen gehen. Vorhin, als ich auf den Server kam, hat es ziemlich geregnet und ich wollte schlafen, es ging aber nicht. Und dann gab es zum Glück ein Gewitter und da kann man dann endlich schlafen gehen. Ich hatte nämlich keine Lust auf diesen Regen. So, dann bauen wir uns Rähmchen. Ich war schon ein bisschen fleißig. Ich habe hier zwei Büchsen Samenkernöl und hier ist sogar auch noch was drin. Ich muss wieder Büchsen nachbauen. Und hier ist auch einiges an Öl drin und ich habe auch schon hier Stöcke gemacht. Und jetzt gehen wir mal, schmeißen das da rein. Das könnte man ja eigentlich noch mal anschmeißen. Man muss nur echt immer aufpassen, dass man dann nicht so viel Holz drin hat. Sonst verbaut er das ganze Holz. Aber gut, Moment mal, eigentlich kann man es auch drin lassen.
Denn ich habe ja hier jetzt nicht so viel Strom drauf. Das Teil geht ja irgendwann wieder aus. Jetzt habe ich meine Fäden natürlich weggetan. Von daher baut der ja die Stöcke oder was man da auch immer drin craftet, nur so lange, bis der Strom praktisch alle ist. Also von daher, ich sollte das mal so machen. Zack. Ein paar Stöcke können wir auf jeden Fall mal gebrauchen. Das schadet nicht. So, und dann schmeißen wir jetzt mal die Rähmchen in den Bienenstock und hoffen, dass wir ein bisschen Honig bekommen. So, tada. Ich hatte erst überlegt, ob ich die Bienen irgendwo anders platziere, aber eigentlich gefällt mir das hier ganz gut. Es ist in der Nähe von dem Garten. Es ist auch eine Stelle, wo ich ständig langlaufe. Da man ja die Bienen immer wieder neu sortieren muss, entnehmen, wieder neu reintun. Also von daher gar nicht so verkehrt an der Stelle. Jetzt wollte ich mal schauen, ob ich den Stall anfange, denn mich stört es so ein bisschen, dass die Tiere da nicht getrennt sind. Aber was nehme ich denn für ein Holz? Eigentlich möchte ich dunkles Holz nehmen, bedeutet. Eigentlich finde ich das Akazienholz ja ganz gut für einen Stall. Aber davon haben wir leider sehr wenig. Und ich weiß nicht, ob wir Setzlinge haben. Dann würde ich nämlich gerne andere Setzlinge in den Baumfäller reinlegen. Tropenbaum, Schwarzeiche. Wir haben keine Akazien, ne? Das sagte ich, glaube ich, schon mal. Das passt mir jetzt nicht so. Fichte ist sehr hell in meinem Pack. Das ärgert mich jetzt so ein bisschen. Aber gut, da können wir jetzt nichts ändern. Da muss ich jetzt durch. Und ich hatte auch kein Akazienbiom gefunden, wenn mich nicht alles täuscht. Wir schauen mal. Da ist lauter Wasser, da möchte ich nicht unbedingt wieder lang. Hier hatte ich eine Rundreise gemacht. Gebiet aus. Ach, das ist ja auch süß hier. Das ist Schwarzeiche. Das dürften Fichten sein. Ach, und hier ist die Wüste, die ich gefunden hatte, genau. Keine Akazie da, tut mir leid. Müssen wir wohl ein anderes Holz benutzen. Hier waren ja lauter Inseln. Ach, und hier ist das Pilzbiom, das hatte ich gefunden. Was habe ich denn da gesucht? War das die Wüste? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Und da habe ich dieses Pilzbiom. Nee, Quatsch, das ist doch gar kein Pilzbiom, oder? Doch, das ist die Pilzinsel. Warum ist denn das so grün hier? Da ist Akazie. Hier ist auch ein Dorf, okay. Da auch. Direkt am Wasser. Okay. Vielleicht sollte ich dann mal dahin. Das dauert dann natürlich extrem lange, bis das ganze Holz wieder nachgewachsen ist. Aber aus Eichenholz möchte ich das nicht bauen. Ich könnte mich hin teleportieren. Ja, den Zaun habe ich ja hier auch schon aus Akazie gebaut. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Die Pferde bringe ich vielleicht auch noch woanders unter in einem Extrastall. Und da könnte ich mir dann vorstellen, noch einen Amboss rein zu platzieren und vielleicht ein bisschen,
Ja, so eine Art Schmiede oder sowas. Passt ja mal ganz gut. Die Pferde müssen ja ab und zu mal neu beschlagen werden. Dann haben wir die Kühe und die Schafe. Die Hühner würde ich gerne hier frei rumlaufen lassen und für die anderen Tiere dann halt Ställe bauen. Ich fange erstmal, wie viel Platz haben wir? Na, hier haben wir noch ein bisschen Platz. Das wird wieder mega groß. Ihr wisst ja, wie ich baue. Nee, das hast du dir so gedacht, will ich nicht. Tut mir leid. Aber gut, die Tiere brauchen natürlich auch ein bisschen Fläche. So, dann könnte ich hier eigentlich noch mal Birke hinsetzen, habe ich nicht dabei. Kann ich mir aber holen aus dem Holzfäller. Da ist jede Menge Birkenholz drin. Das hat also geklappt, dass der jetzt die Birken anbaut und auch wieder fällt. Da hatte ich am Anfang das Gefühl, dass das nicht funktioniert. Hier sieht man es übrigens ganz gut. Ach so, ich habe den Magneten angemacht, weil eigentlich wollte ich erst so das Dach fertig bauen von dem Haus und habe gedacht, stellst du den Magneten ein? Kann ja nicht schaden, dann sammelt man nämlich alles ein, was in der Nähe ist. Aber ich merke gerade, jetzt sammle ich hier die ganzen Birkensetzlinge ein, was mir wiederum nicht so gut gefällt. Schmeiße ich mal weg, brauche ich jetzt nicht. Habe ich die jetzt wieder eingesammelt? Oh Mann. Da ist das Küken. Süß. So. Machen wir das so. Na, jetzt komme ich hier natürlich nicht mal raus. Hast du gepiept? Ja, da sind noch Geschwister von dir, ne? Weiß auch echt nicht, wie lange das dauert, bis die schlüpfen und von was das abhängig ist, wie häufig, innerhalb welcher Zeit, keine Ahnung. Das ist schon. Sorry, ich mache das ungern hier rumspielen, aber ich. Ach Quatsch, das ist. Ich muss auf jeden Fall diesen Magneten wieder ausstellen. Das kann man einfach da machen. Sonst sammle ich hier die ganzen Eier und alles ein. Da habe ich keine große Lust zu. So, dann hätten wir ja schon mal. Wie viel haben wir denn hier überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ist okay. Dann haben wir schon mal mit dem Stall angefangen. Sieht sehr schmal aus, aber das macht nichts. Überlegen, ob ich den trenne, also hier nebenan gleich noch so einen Stall hinbaue. Müsste ich aber hiervon wieder was wegschaufeln. Weiß ich noch nicht. Dann könnte man hier die Blöcke wieder wegnehmen, sodass man dann so einen Durchgang hat. Und hier so die Stallboxen hinbauen. Könnte ich eigentlich vielleicht auch damit machen. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt muss ich schlafen gehen. Geht noch nicht. Was meckerst du denn? Gute Nacht. So, gleich mal gucken gehen, was die Tiere hier machen. Ja, das ist Wahnsinn, was hier an Wasser weggeht. Verstehe ich irgendwie gar nicht. Das war doch vorher nicht so schlimm.
Oder brauchen die Hühner auch Wasser? Ich wüsste jetzt nicht, dass die Wasser brauchen. Normalerweise essen die die Körnchen hier vom Boden. Und die Futtertröge sind recht voll. Also fressen tun die nicht jetzt so extrem. Und irgendwie habe ich das Gefühl, denen geht es nicht so gut. Ich weiß nicht warum. Ich wollte die Schweine vermehren. Ich dachte, das wäre schon wieder leer. Ach, die Schweine. Stimmt, die Schweine saufen. Die brauchen ja auch eine Matschkuhle. Also aufgrund dessen auf jeden Fall ein extra Stall. Denn ich kann hier nicht mittendrin eine Matschkuhle reinbauen, weil dann versinken die anderen Tiere irgendwie mit. Ich guck mal, ob ich noch irgendwo Zaun habe. Dann kann ich die schon mal trennen. Aber ich denke, ich sage erstmal bye bye, bis demnächst. Eure Nizi.